Hello to you, nations of the earth. It's good to be with Hallo you. Nationen der Welt, es ist so schön mit euch zusammen. Wir sind in Tagen des Feierns zusammen, in den Tagen der Herrlichkeit des Herrn, die überall auf der Erde leuchtet. Ich möchte zu euch was lesen aus dem Hohelied 7. Der Herr sehnt sich nach seiner Braut. Dreh dich, aus deiner Inneren fließt die Fülle meiner Schönheit. Wie schön sind deine Schritte in den Schuhen, du Tochter eines Edlen. Die Wölbung deiner Hüften sind wie ein Schmuckstück von Künstlerhand gemacht. Dein Schoß ist wie eine runde Schale, die mit Mischwein nicht fehlt. Dein Leib wie ein aufgehäufter Weizenkörner. Und es ist so wunderbar, wenn wir als Leib zusammenkommen um den Tisch des Herrn, wo Wein und Brot steht. In Hesekiel 2 sagt der Herr, sagt, ist die Rolle. Zu Johannes in der Offenbarung sagt er, ist das Buch. Und das, was du isst, wird süß in deinem Mund sein und bitter in deinem Bauch. Aber du wirst dich umdrehen und zu allen Nationen sprechen. Und was du sprichst, wird das sein, was du gegessen hast. Und in Offenbarung 3 sagt der Herr, ich stehe an der Tür und klopfe. Wenn jemand meine Stimme hört und der Tür auftut, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm feiern. In dieser Zeit, lasst uns zusammenkommen, das Abendmahl feiern.